Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbos. Ja, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich habe zwischendurch nämlich mal ausgemacht. Ich hatte ja einige Sachen in der letzten Folge, daran kann ich mich noch erinnern, die ich eigentlich ausprobieren wollte. Ach genau, das mit dem Sandwich. Das wollte ich ausprobieren, ob man das eventuell tauschen kann gegen die Delfinmilch. Genau, dann wollte ich mir hier Kaffee machen. Das war's. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das doch jetzt erstmal. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob der Typ mit der Zeitung hier uns eventuell weiterhelfen kann. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Also. Okay, warum kommt die Katze eigentlich hier raus, wenn ich da rauskomme? Muss ich das verstehen? Muss ich mit dem einen Typen hier unten eigentlich auch nochmal sprechen? Ich weiß es nicht. Zum Tauschen denke ich mir, man müssen wir es direkt machen. Hey, kid. Want this sandwich? I don't. But my doggy woggy Tad sure would love it. Sandwiches are his favorite. Thanks. Hey, Annie. Think you could spare some of that dolphin milk? Sure. I was gonna share it with Tad, but that sandwich sure will fill his little belly up good. Here you go. Thanks, Annie. You're a Perfekt. good kid. Ja, und ich denke, ihr hört dieses Getose draußen, deswegen warte ich mal eben ein paar Minuten, bis das Ganze wieder vorbei ist. So, man hört es immer noch, aber ich hoffe nicht mehr ganz so laut. Es ist schrecklich. Immer wenn hier, oder anders gesagt, schrecklich ist, immer wenn ich irgendeine Aufnahme gerade erst gestartet habe, dann ohne Ölpfütze, war die vorher auch da? Dann denken die Wagen sich irgendwie, dass sie hier vorbeifahren müssen und die Straße reinigen müssen. Ich weiß auch nicht warum. Buttles, it's what it does. Okay. Die kann man aber nicht anklicken. Irgendwas muss da doch Can't think of sein. any use for it. Ja, aber vielleicht nachher. Mal schauen. Also, wir werden erstmal den Kaffee nehmen. Aber was machen wir dann? Das ist die große Frage. Not in the picture, though. Nö, du sollst mir das ja auch eigentlich da rausholen. Ach so. Okay, verstehe. Nothing to pour it in. Doch. Du kannst es hier reinmachen, in die Delfinmilch. Stehe ich jetzt wirklich wieder ganz am Anfang? Ich habe es mir so schön überlegt, dass ich den Kaffee einfach da reinschütten kann. Vielleicht will der Typ draußen auch Milch haben. Der wird mich wahrscheinlich irgendwie erschlagen oder sowas, wenn ich ihn frage, ob er Milch haben möchte. Das war doch der hier. Was trinkt der denn da nochmal? Ich probiere es einfach mal. Mal gucken. No good reason to give it to him. Warum nicht? Ihm vielleicht? He doesn't strike me as the milk drinking type. Oh, vielleicht hier diese Zicke, die wie ein Mann aussieht. Oh, I don't think she'd drink this. Wir sehen uns Catch you später. later, Milton. You probably will. My truck's dead. So schön überlegt und doch scheint es nicht zu Milk for funktionieren. this guy? LOL. Ja gut, der wird sich nicht rühren hier. I don't think so. Doesn't look like a cookie enthusiast. Ja, nach oben gehen können wir ja auch nicht, ne? Standuhr. Können wir die kaputt machen oder What so? am I even thinking? Keine Ahnung, ich denke nur daran, dass das ein Point-and-Click ist. No. Entsprechend muss ich natürlich auch wie ein Point-and-Click-Entwickler denken. Und die haben manchmal sehr seltsame Sachen, die man miteinander kombinieren kann. Das geht auch nicht, ne? Why would I put it there? Nee, platzieren nicht, du sollst das Ding komplett voll machen, aber okay. Oder? Müssen wir eventuell den Typ hier müssen wir aber nicht, ne? Können wir da eigentlich. Moment, Mülleimer? A great example of the Urban Decay School of Design. Kann man den durchsuchen? Fascinating wonders might await deep in its smelly confines, but I won't be the one to discover them.
Alter, ist das euer Ernst, dass die schon wieder hier durchfahren draußen? So, vielleicht können wir jetzt endlich mal. Schrecklich hier, aber hier können wir auch nicht weitergehen, ne? Achso, oder? Nee. Er kam direkt wieder raus. Moment, der war doch gerade dunkle Gasse, da. One, it's dark as heck. Two, no reason to go down that way. Three, did I mention how scary it looks? Four, scaredy cats are not necessarily felines. Hey, we need to stay on target. Aber das heißt, dass man vielleicht theoretisch später da rein könnte, oder wie? Wenn das schon so da drin ist? Ölpfütze. Oh, no. Na, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. That would improve neither. Nur verbessern nicht, aber... Ah, Moment. So. Vielleicht mag er hier ja irgendwie Milch. What are you trying to say? I'm a baby or something? Absolutely not. Apologies. Oder ein Keks? Get out of my face with that! Hm. Irgendwie denke ich, dass ich aber doch die... Oder hätte ich das... Nee, aber der hat mich angemeckert, oder? Der hat mich doch angemeckert, als ich das da reinschütten wollte. Ja, es ist das mit dem... Zurückgeben ist natürlich schlecht. Was ist denn mit dem hier? He seems more like the T-Type. Tee würde ich ihm auch holen, wenn ich wüsste, wie und wo. Einen Moment, kann man die? Well, I won't just swipe the man's liquor from under his nose. But I doubt he'll be missing that label on the bottle, right? Okay. Schnapsflasche. Also er hier trinkt offensichtlich. Wer könnte denn noch trinken? Label saying rare exotic liquor. It's still a bit sticky, could be reused. Naja, den Gedanken hatte ich nämlich auch. No reason to do that. Ich denke, dann kann man hier wohl nichts mehr... Magnete, darf ich die jetzt nehmen mittlerweile, oder? I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Ja, hat er schon mal gesagt, aber der hat uns ja nichts gegeben, beziehungsweise auch nicht weitergeholfen. See ya, Annie. Later, Buzz. Und da kommen wir auch nicht rein. Okay. Immer noch böse, weil du vermenschlicht wurdest. Oh Gott, das haben wir noch gar nicht gemacht. Still mad about being humanized? Very much so. Okay, just checking. Thoughts on Finman? Wouldn't want him as my neighbor. Or rather, my anything. No, I meant how do we get past him and reach Olmstein? He's a more intense guy. I think we need to apply more intense measures. Murder? And he jumps straight to murder. That's telling, you know. Dial it back a little, killer. Och, Mord wäre ich jetzt in diesem Spiel gerade auch nicht abgeneigt, weil gerade ist so ein Punkt, wo ich jetzt überhaupt nicht weiß. Ich meine, wir könnten es nochmal versuchen mit dem Kaffee, aber irgendwie muss das doch zusammenhängen. Was hältst du von Annie? What do you think of Annie? Well, at least this one doesn't scream. You don't like kids, huh? How do you think that would make them feel? Cute furry kitty, not liking them. They shouldn't take it personally. I don't like anyone. Heartless carnivore. Guilty as charged. Ja, das ist eine Katze, ne? Katzen mögen generell niemanden, soweit ich weiß. How you holding up, kitty? Well, I talk now. We just did some voodoo. Now we're in Fish People Town. At least you're keeping things interesting. I am. It is technically all your fault. Mine? It's Dawn's. Anyway, let's hustle. Your fault. What? Time to samba! Samba de Janeiro.
Okay, kann man mit dem irgendwie noch reden? He can breathe underwater because he has amphibious nostrils. I'm sorry, who? Was? Was? He doesn't strike me as the milk-drinking type. Ja, ja. Die Dinger kommen aber auch nicht. Nah, no need to claim it's not milk. Ja. Bei einer Milchtüte, glaube ich, ist es auch sehr offensichtlich, ne? Das muss doch irgendwie mit der... Oder geht es jetzt, wenn ich das Ding habe? Ich weiß es nicht. Not in the picture, though. Ja, aber woher kriege ich denn irgendetwas, wo man den Kaffee... Also wenn das... was war das denn für ein... Label saying Schnaps. Rare exotic liquor. It's still a bit sticky. Could be reused. Wenn das Schnaps ist, dann müsste das ja irgendwie eine Glasflasche oder sowas sein. Aber sowas haben wir ja nicht hier. So about that room. We's all booked. See that pilgrim standing over there? Him and his kind done booked up. About to arrive any minute now. Maybe it's me, but did that really warrant such a laugh? Think nothing of it, stranger. It's the hunger, you see. My stomach's growling is all. Makes me say all kind of things. Pay no mind. Ah, Moment. Haben wir das vorher auch gehabt mit dem Keks? Can I interest you in this cookie I've got here? I'm a meat man myself, but right now I could eat just about anything, I reckon. If it ain't meat, though, I got to wash it down some, and I ain't got anything. You mean like alcohol, right? You was pretty smart for a stranger. Ach, der will Alkohol trinken. All meat, huh? Got any preferences or anything goes? Oh, I got my preferences. Sorry, skinny. Don't be judging me. Look at yourself, skin and bone. Nothing on you worth mentioning. What? What'd you mean? Oh, nothing. How come you don't have any alcohol around? Been no need. We've been having plenty of meat around here, till it stopped coming, that is. Be arriving for the festival soon, though. Ain't that right, Pilgrim? Them brothers of yours arriving soon, eh? I don't get it. Are the Pilgrims bringing you meat? Oh, yeah, you could say that. You could definitely say that. That's one exceptionally jovial innkeep. Anyway... Okay, also ist das eine belegte Zimmer das von diesem Pilger. Ihnen der Typ im Zimmer hat was Fleisch gebracht? Oh, so the one occupied room is this Pilgrim's. No, it's someone else staying there. Can you tell me what his name is? Here at Finman House, we value our customers' privacy. Uh-huh. Has the guy in the room brought you any meat? What, you fancy yourself some kind of detective or something, outsider? What's with all them questions now? I'm just curious by nature. Too curious, you ask me. No place for your kind here, outsider. Just wondering how come your one customer hasn't provided you with any meat, that's all. He's a stranger, that one. He ain't nothing like our usual customers. Pays damn well, too. Gold, stranger, gold. We is likes our gold up in here. So gold is popular around here, huh? Used to be... You asking way too many questions, skinny. I'm here to see this gentleman. He ain't come down in a while. I don't reckon he will anytime soon. I wouldn't wait if I were you, stranger. You know, getting constantly called a stranger and an outsider tends to be a little grating after a while. Have you considered that? We don't take
kindly. Gotcha. What's this festival you mentioned? Nothing you should know of. That's our business. We Fishmouth folk. It's Fishmouth business. We got our own to look up to. Don't need your funny-smelling outsiders telling us what to do and who to listen to. I might just hang around and check it out if it's happening soon. That's not to be advised, Skinny. The Order don't take kindly to strangers. The Order? What Order? Nah, never you mind that. Aw, come on, tell me. I'm here, might as well learn a thing or two about Fishmouth. The only thing you need to know about that there esoteric order is that they don't want you here. So you best be on your way. That's all I can tell you. Mir rennt so ein bisschen die Zeit davon. Wir haben schon wieder die Hälfte unserer vorgegebenen Zeit sozusagen schon durch. I gotta run. Take care, stranger. Und ich habe gerade mal so ansatzweise eine Ahnung, was ich wie machen soll. Die Frage ist nur... Milk for this guy? LOL. Ja, aber den Keks vielleicht. Better talk to him first. Ja, wir haben ja schon gesprochen. Ach so, ja, er wollte den Keks und Alkohol haben, ne? Deswegen funktioniert das wahrscheinlich nicht. Kann man denn jetzt vielleicht... Ach nee, so rum geht's nicht, ne? Not in the picture, though. Nothing to pour it in. Das heißt, um ihm den vermeintlichen Alkohol zu geben, müsste ich quasi von jemand anderem... Ich will den Typen hier ständig überfallen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich rede nochmal mit den anderen, weil wir haben das ja schon mal gehabt in der Folge. Da haben wir dann mit anderen gesprochen und dann hat sich wieder was Neues entwickelt. Hey, what did you mean by good luck? It's no fun if I tell you. You're gonna find out yourself soon enough. Is there something about the Finman house you're not telling me? You got the wrong person, stranger. Tourist info's over that way. Not a lot of help from there, I'm afraid. Help? Oh, you don't need that. Yet. Ich gebe zu, gerade verzweifle ich ein bisschen. Hier können wir gar nichts mehr machen. Catch you later, Milton. You probably will. My truck's dead. Er hat auch nichts, was man irgendwie... She has nothing to say. Ja, und er labert da immer nur von dem einen da. Von dem Fisch, oder was war das? On the way down, he passed hundreds of trout of different sizes. Sagt er immer was anderes? Trout are fresh water fish and have underwater weapons. I mean, what? Genau, was? Trout are very valuable and immensely powerful. They are. Muss man vielleicht oft genug mit ihm reden? Keep away from the trout. Okay, that's a promise. Was? Verzweifle nicht an der Forelle. Mr. Scruff hat etwas Fisch für dich. Ernsthaft? Ich dachte, dann komme ich weiter im Spiel. Nicht, dann kriege ich eine Errungenschaft. Ja, super. Das heißt, er wird uns wahrscheinlich nicht helfen, ne, wenn wir ihn jetzt nochmal ansprechen. Gliding down through the dark green water. Okay, he's on a loop. Naja, habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Aber irgendwie müssen wir das doch schaffen. Können wir mit dem reden vielleicht? Turns out he's not the approachable type. You're damn right I ain't. Hmm.
I don't think we can take him, Buzz. Den können wir jetzt gar nicht mehr reden mit den beiden hier, ne? Was ist mit dem? Können wir mit dem vielleicht nochmal reden? Könnte es mir so vor... Say, you've got these welcoming gifts here. Correctly, Father. Going away gifts, which we do encourage you to do at your earliest convenience. Yeah, what's an offer? You may choose between 5 options, sir. A jolly good fridge magnet with the inscription, Fish With. Not even once. A leather T-shaped shirt that says, I went to Fish With and all I got was out of there real fast. Horrible grammar, I know. A coffee mug reading, Fish With. Yeah. A Fish With Tourist Attractions interactive guide on floppy disk. There's really nothing to see, so no point in wasting DVDs on it. And finally, by far the most popular choice, the Fishmouth Multi-Tool. Opens anything, provides hints, helps solve puzzles, coerces people to reveal passwords, requires ceremony shaving of head, stripping down to underwear, slight change of religion, a 6-month-long vow of silence, and a little blood sacrifice. Very useful tool. Which one of the 5 shall it be, sir? I'll have the coffee mug. An interesting choice, sir. There you are. Perfekt, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Die habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. You said you're not accepting of strangers this particular time of year. Are you more accepting at other times? No, not really. No. Hätte sein können, dass wir jetzt noch irgendwas anderes vielleicht auslösen hier. Is it me, or are you going out of your way to drive people away from Fishmouth? Oh, we only have the tourist's best interest at heart. The best thing a tourist can do in Fishmouth is not be one. Be one what? A tourist in Fishmouth. Why do you not want me in Fishmouth? Oh, sir, you might have misunderstood. It's not that we don't want you in Fishmouth. We don't really want anyone here. Ever. Is that an economically sound attitude you guys are having as a community? It is the will of the majority, sir. Which part of Fishmouth do you think is the absolute most repugnant to a visitor? That's got to be this plaza here we're situated in for sure. Really? What about the rest of the town? Oh, just as horrible. No! Even more horrible. Thanks for clearing that up. Any change of heart about me visiting your lovely town? No, and not a chance of it in the foreseeable future either. Thought I'd check. Gut, da sagt ihr wieder das Gleiche. I wish you would reconsider. Good day. Okay, aber dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Das hätte ich jetzt, wie gesagt, echt nicht gedacht, weil den hatte ich jetzt überhaupt, also die Kaffeetasse hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich muss es aber so machen, ne? Da müsste der die automatisch nehmen. Okay. So, die Frage ist, kann ich jetzt mit ihm reden? Jetzt sagt er gar nichts mehr dazu. Moment. I gotta run. Take care, stranger. Nicht wieder lachen. Oh. Achso, das kann ich aber abkürzen. Okay. Kann man das jetzt so direkt mit dem Keks machen? Better talk to him first. Oh, Alter. Ich kann aber nichts mehr sagen, oder? Oh, so. Now it's. Can you tell me. Here at Finman House. What's this fa- Nothing you should know. We got our own. I might just- There's not to be a vibe. Gibt es hier irgendjemanden freundlich? Hatte der das dabei gesagt mit dem Essen? The order? Nah, never- Aw, come on. The only thing is that they don't- What's this- Nothing. We got our- I'm- There's not- Does any-
our own outsider. You don't like it, you can skedaddle on out of here. Jetzt kann ich das aber mit dem Essen überhaupt nicht mehr machen, oder was? Hä, ich denke, ich soll ihm was zu essen und zu trinken geben. Er wollte doch den Alkohol haben. Where was I? I gotta run. Take care. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Nah, I like the silly text on it. Serve him his own coffee. Yeah, sure. Ah, keine Ahnung. Ach so, oder muss ich vorher... I think I want to keep this one black. Okay. Was ist denn mit dem Typen hier draußen? Der sieht zwar so aus, als ob er schon genug Kaffee hatte. I don't think he's a coffee man. Das glaube ich ja vom Kalm. Maybe he does need waking up, but he'd better get his own, Joe. Oh, I don't think she'd drink this. Jetzt habe ich gedacht, ich habe das Rätsels Lösung. Get out of my face with that! What are you trying to say? I'm a baby or something? Absolutely not. Apologies. Get out of my face with that! Der Anni kann nicht das so schlecht geben, oder? Ach so, oder Moment. Bevor ich die Folge beende, könnte ich eins noch probieren. Not giving this back. Ja gut, von ihm habe ich es ja gekauft, ne? He seems more like the T-Type. Das hatte ich auch schon, oder? No reason to do that. Magnets, how do they work? I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Ja, aber kriegen wir da noch irgendwas? Ich glaube nicht. Any change of... No. Thought I'd check. Hm. Be seen ya. I wish you would re... Ja, hier kann ich auch nichts anderes mehr machen, ne? Bin jetzt ehrlich gesagt gerade so ein bisschen ratlos. I think I want to keep this one black. Ja, das hast du schon mal gesagt. Now's not the time for a date. Das will er ja auch nicht zusammen haben. I like the silly tech. Aber wem soll ich das jetzt? Ach, nee, den einen kann ich es aber auch nicht geben hier, ne? He's unmoved. Hm. Tja, ehrlich gesagt, ich bin jetzt tatsächlich etwas ratlos. Kann ich mit Kitty sprechen vielleicht? Gedanken zu Finman? Thoughts on Finman? Wouldn't want him as my... Oh, I meant how do we get past him and reach Olmstein? He's a more intense guy. Murder? Hmm. Also, um an ihm vorbeizukommen, gehe ich mal stark davon aus, dass wir wahrscheinlich irgendeine Kutte brauchen. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt machen sollen. It's the dreaded Necronomicon. Very suspicious cookie. Effects remain to be determined. It's a carton of dolphin's milk that Annie gave me. Hey, milk is milk, right? Mhm. Got me a cupful of fully fragrant Joe. Tja. Label saying rare exotic liquor. It's still a bit sticky, could be reused. Also ich vermute mal, wir brauchen irgendwie sowas wie eine Glasflasche oder irgendetwas, damit das dann halt nach dem Echten aussieht. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wie wir das hinkriegen sollen. I don't think he's a coffee man. No, what has he ever done to me? Oh, das ist ja nett. Oder können wir jetzt nochmal mit ihm sprechen? Nein! Can I offer you some coffee? You sure can, but I'm a saying no. I need something refreshing and fizzy.
That's what I'm craving for. Gotcha. Can I offer you some... You sure can. I need some... Gotcha. Also, er... Wem soll ich jetzt... Gotcha later, Milton. You probably will. Wem soll ich jetzt den Fake, Spiritus hier geben? Ich bin mir nicht so sicher. Naja, aber da wir jetzt auch schon wieder über die halbe Stunde drüber sind, würde ich tatsächlich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Why would I mix these? Oh. Kompulsiver Kombiniere. Verwende, achso, 100 Gegenstände aus Hotspots. Ich dachte gerade, das hat jetzt mit der Ölspur zu tun. Naja, gut, okay, hat es nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall einen kleinen Cut, weil ich denke mal, die Lösung wird wohl noch etwas länger dauern. Ich habe im Moment absolut keine Ahnung. Ich habe so ungefähr eine Ahnung, was ich machen soll. Also ich soll auf jeden Fall vorgaukeln, dass das Alkohol ist. Ich brauche wahrscheinlich sowas wie eine Glasflasche oder sowas, die ich aber hier nirgendwo finde. Oh. Kamen wir da vorher auch rein? Ich sehe nämlich hier jetzt gerade eine Glasflasche. Ja, dann würde ich sagen, dass ich eventuell... As I was walking down Paradise Street to me away, hey, blow the man down, a pretty young damsel a chance for to meet. Give me some time to blow the man down. She was rounding the counter and bluffing the bow. Way, hey, blow the man down. She took in all sail and cried, way enough now. Give me some time to blow the man down. So I tailed her my flipper and took her in tow. Way, hey, blow the man down, and yard him to yard him, away did we go. Give me some time to blow the man down, but as we were going, she said unto me, way, hey, blow the man down, there's a spanking full rigger just ready for sea. Give me some time to blow the man down, but as... Ich muss das jetzt mal abbrechen. Ich glaube, das geht immer in Schleife weiter. Ja, cool, das war eine Errungenschaft. Anscheinend wird das ausgelöst, wenn man hier kurz steht und gar nichts tut oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ziemlich cool. Ja, was ich eigentlich sagen wollte zum Abschied heute. Ich habe eine Glasflasche gesehen und habe so ungefähr jetzt eine Ahnung, was ich wahrscheinlich machen muss. What can you do with ja, ist ja gut. Jetzt macht das doch nicht die ganze Zeit. Okay, das passiert anscheinend, wenn man hier untätig rumsitzt, so wie es aussieht. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen jetzt hier auf dem Schirm, wobei man jetzt hier wahrscheinlich nicht viel machen kann. Fischerboot und so weiter haben wir auch noch. Ja, ich bin gespannt, aber wir machen trotzdem erstmal einen kleinen Cut, damit die Folge nicht zu lange wird. Deswegen halt doch mal die Klappe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da, um meiner Seite ein bisschen zu helfen wegen dem Logarithmus. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.